Hamza, ja. Woran denkst du eigentlich, wenn ich Porsche sage? Fluffig! Fluffig sein Vater? Fluffig sein Urgroßvater. Geil gewürzt. Ich liebe Kartoffeln mit Porsche. Ich liebe das. Boah. Wenn man das wahrscheinlich nach dem Rezept macht, dann bist du einfach der King zu Hause. Ganz ehrlich. Hallo zusammen. Wir machen heute fluffige, vegetarische, türkische Teigtaschen. Ich liebe einfach türkische Teigtaschen. Porsche nennt man die auf Türkisch. Und ich starte direkt, werde euch die ganz genauen Mengenangaben unten in die Infobox schreiben. Und zwar wirklich die ganz genauen Angaben. Denn im Türkischen misst man oft mit Tassen. Dann sagt man eine Tasse davon, zwei Tassen davon. Ich schreibe euch aber die Grammangabe hin, weil ich das auch gerade für Anfänger ein bisschen einfacher finde und man sich da einfach sicherer ist. Und ich starte jetzt, indem ich mir eine große Schüssel nehme. Da kommt jetzt Sahne, wollte ich schon fast sagen, Milch mit rein. Die sollte schön lauwarm sein, denn da hat es die Hefe am liebsten. Ich gebe jetzt nicht alles mit dazu, das kommt gleich. Ich gebe jetzt hier frische Hefe mit rein, einfach reinbröseln. Und wie gesagt, die Hefe hat es in so einem warmen Milieu einfach am liebsten. Da arbeitet sie nämlich gut. Und zum Arbeiten brauchen wir auch Zucker. Dann nehme ich Puderzucker. Ihr könnt auch Kristallzucker nehmen, aber das ist so ein kleiner Geheimtipp, dass wenn ihr Puderzucker nehmt, das auch tatsächlich, ich habe es mal gebacken mit Kristallzucker und mit Puderzucker. Und es ist tatsächlich so, dass wenn ihr Puderzucker verwendet, der Teig doch minimal fluffiger wird. Und wir wollen ja alles an Fluffigkeit rausholen, was geht. Ihr könnt das ganze Gemisch dann gerne einmal 5 bis 8 Minuten nur zugedeckt ruhen lassen, dass die Hefe schon mal so ein bisschen arbeitet und anschließend die restlichen Zutaten dazugeben. Am besten in dieser Reihenfolge, also macht weiter mit der lauwarmen Milch, dann nochmal den restlichen Zucker dazu. Salz würde ich jetzt noch nicht dazugeben, denn Salz quasi direkt mit Hefe verträgt sich nicht so gut. Ich mache das immer so, dass ich das Salz erstmal dann dazugebe, wenn wir das Mehl hinzufügen. Hier haben wir noch neutrales Öl, dann nehme ich Sonnenblumenöl oder auch mal Rapsöl. Einfach mit rein. So, und jetzt kommt das Mehl. Da ist es nicht immer ein Kilo bei diesem Rezept. Ich habe jetzt hier einfach die ganze Packung. Dann müsst ihr euch immer so peu à peu vorarbeiten. Manchmal habe ich wirklich so 80 Gramm weniger, manchmal habe ich 60 Gramm mehr. Dann müsst ihr einfach schauen, am Ende mit dem Ohrläppchen-Trick, gucken, ob sich der Teig wie euer Ohrläppchen anfühlt, dann ist er genau richtig. Mein Teig ist jetzt perfekt, original wie ein Ohrläppchen. Ihr müsst es echt mal fühlen, ich finde das mega interessant. So, und jetzt machen wir Folgendes. Das Ganze muss jetzt schön ruhen und aufgehen. Ich habe jetzt hier meine Teigkarte. Ich teile jetzt einfach mal den Teig in der Hälfte durch. Ich mache nämlich eine richtig lecker Schafskäse-Feta-Füllung. Das ist auch so typisch türkisch, natürlich auch in den Balkanländern und so, aber ich liebe das. Und die andere Füllung wird dann mit Kartoffeln sein. So, dann gerne auch nochmal ganz grob zu einer Kugel formen. Und dann wirklich in zwei separaten Schüsseln gehen lassen. Ich bin immer Fan davon, weil der Teig, der sollte jetzt nicht zu viel Mehl enthalten. Entweder gebt ihr da ganz wenig Mehl in die Schüssel, aber wirklich sehr vorsichtig, dass ihr da nicht zu viel habt, weil oben drüber müsst ihr auch noch was bestreuen. Oder ihr nehmt euch Backtrennspray. Mache ich jetzt so. Und unser Backtrennspray, das ist nur ein Prototyp, deswegen einfach nur mal die Grafik von Hamza da drauf geklebt. Das ist endlich ohne Alkohol. Endlich. Ich glaube, das ist das erste überhaupt ohne Alkohol. Und da haben wir ganz lange dran gearbeitet. Und das kommt auch ganz bald. Ich halte euch auf dem Laufenden. Könnt mir gerne auf Instagram folgen, da gibt es nämlich solche Infos immer. So, jetzt den Teig hier reingeben. So, und dann brauchen wir eine Stunde Ruhe an einem warmen Ort, wo es nicht zieht. Ihr könnt es auch einfach in den Backofen tun, weil ich habe eine offene Küche und im Backofen bin ich mir immer sicher, dass es nicht zieht. Noch einmal ein Tuch drüber und dann sehen wir uns gleich wieder, beziehungsweise wir bereiten jetzt die Füllung vor. Ich starte jetzt mit der Kartoffelfüllung. Dafür habe ich einfach Kartoffeln geschält und in kochendem Wasser gegart. Das hat so ungefähr 14-15 Minuten gedauert. Deshalb habe ich sie auch vorher ein bisschen gröber, also kleiner geschnitten, damit es schneller geht. Und jetzt machen wir weiter mit der Kartoffelfüllung, indem wir einfach eine Zwiebel schön fein hacken. Und dann wird das Ganze in gutem Olivenöl angedünstet, zusammen mit Knoblauch. Da kommt dann noch Paprikamark dazu. Wenn ihr keinen Paprikamark da habt, dann könnt ihr auch Tomatenmark nehmen. Ja, und dann wird das alles richtig schön gedünstet, bis es
so zerfällt und weich wird. Und danach machen wir schon weiter mit den Kartoffeln. So, die Zwiebelmasse ist jetzt fertig und mit dem Olivenöl nicht sparen, denn wir wollen ja gleich keine trockene Füllung, sondern eine, die wirklich einfach so ein bisschen Feuchtigkeit hat. Und das bekommt ihr ganz gut eben dann durch das Olivenöl. Ich gebe jetzt hier die Kartoffeln einfach in eine Schüssel und dann braucht ihr die jetzt nicht zu Püree verarbeiten, sondern einfach nur ganz grob stampfen. Ihr könntet jetzt zum Beispiel auch eine Gabel nehmen und da geben wir dann quasi die Zwiebelmasse rein. Gerne noch ein bisschen Olivenöl dazu, dann könnt ihr dann selber schauen, ob da genug drin ist oder ob es noch ein bisschen was braucht. Und bei mir darf Petersilie nie fehlen. Deshalb habe ich auch schon Petersilie gehackt und gleich auch für beide Füllungen. Also gleich in die Schafskäsemischung kommt auf jeden Fall auch noch Petersilie mit rein. Und hier könnt ihr jetzt noch würzen, natürlich mit Salz und Pfeffer. Und ich nehme jetzt ganz gerne mein Hakuna Batata Gewürz. Wenn ihr das nicht da habt, dann könnt ihr auch zum Beispiel Paprikapulver edelsüß nehmen. Oder ihr gebt ein bisschen Rosmarin dazu. Das schreibe ich euch aber alles unten in die Infobox. Bei der Schafskäsefüllung einfach nur den Schafskäse mit einer Gabel zerdrücken, Petersilie dazugeben und so wäre sie eigentlich schon fertig. Ihr müsst es nicht würzen, denn der Käse ist schon würzig genug. Wenn ihr jetzt noch im Kühlschrank irgendwie Käse habt, den ihr verwerten müsst, dann könnt ihr gerne den einfach so ein bisschen klein schneiden und mit dazugeben oder ihr könnt direkt auch Käse reinreiben. Wenn ihr das nicht habt, dann ist die Füllung so auch schon komplett in Ordnung. Und in der Zwischenzeit ist der Teig auch schon aufgegangen. Das heißt, wir machen gleich auch schon direkt mit dem Teig weiter. Wir schnappen uns jetzt zuallererst einen Teig und teilen ihn durch 12, beziehungsweise ich habe anschließend nochmal abgewogen und jedes Teigling hat bei mir zwischen 65 und 70 Gramm gewogen. Ich zähle nochmal schnell für euch ab. Also man bekommt halt auch nicht immer die gleiche Anzahl raus. Letztens waren es 12, heute sind 2, 4, 6, 8, 14 habe ich heute rausbekommen. Wenn ihr euch daran haltet, so 65 bis 70 Gramm finde ich persönlich jetzt perfekt, so als Größe. Und ich starte jetzt direkt, indem ich so die klassischste aller Formen mache. Das ist so diese typische Portscha-Form. Ihr nehmt euch jetzt den Teig und ihr braucht noch nicht mal irgendwie einen Ausrollstab dafür. Ich muss zusehen, dass ich die immer schön bedeckt lasse. Und dann nehmt ihr euch einfach die Finger, und der ist super fluffig, das merkt ihr jetzt schon. Einfach so mit den Fingern ein bisschen oval ausbreiten. So, auch gerne etwas dicker lassen. Und jetzt nehmen wir uns zuallererst hier die Kartoffelfüllung, geben das in die Mitte. An den Seiten, oben und unten schön freilassen. Und jetzt nehmen wir uns einfach unsere Finger und drücken quasi die Enden so aneinander, dass es zusammenhält. Und wenn ihr das dann umdreht, dann habt ihr einfach so eine richtig schöne, ovale, klassische Portscha-Form.
Ich habe meine zwei Bleche jetzt schon fertig, beziehungsweise die Variante mit der Kartoffelfüllung. Es ist immer besser, wenn ihr denen jetzt nochmal so ein bisschen Ruhe gönnt. Also wenn ihr dann nochmal zugedeckt 15 Minuten wartet, ist das ein erheblicher Unterschied nach dem Backen. Also es wird nochmal so richtig fluffig. Und ich mache jetzt aber in der Zwischenzeit schon mal die Eigelbmilchmischung fertig, die man so kennt bei Gebäcken, damit es einfach nochmal schön aussieht. Also im Geschmack macht es jetzt nichts. Und ich habe nochmal einen extra Tipp für euch. Statt das jetzt mit der Gabel zu verquälen, püriert ihr das tatsächlich einmal kurz, denn dann glänzt das Gebäck nach dem Backen noch besser. Und ich mache es sogar so, dass ich oben drüber noch ein bisschen Sesam streue. Oder ich mache es andersrum, damit man es von außen auch erkennt. Kommen auf die Kartoffelporcha jetzt einfach Schwarzkümmelsamen und gleich befülle ich im Anschluss direkt die mit Käse und da mache ich dann im Anschluss einfach Sesam oben drüber. Käseteigtaschen sind jetzt auch fertig. Die Backzeit habe ich euch noch gar nicht verraten. Die ist aber für alle Bleche gleich und ihr könnt auch immer nur ein Blech im Ofen backen und nicht irgendwie mehrere gleichzeitig, weil für mehrere Bleche braucht ihr halt Umluft und Umluft würde das Gebäck austrocknen. Wir backen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Wichtig ist, dass ihr den Ofen vorheizt und da brauchen die Teigtaschen 22 Minuten. Es kann sein, dass sie mal ein, zwei Minuten länger brauchen. Sie dürfen aber nicht zu dunkel werden. Ich habe Porcha gemacht. Okay. Warte mal, eine Frage. Habe ich nicht gesehen, das habe ich nicht gewusst, dass es das Porcha ist. Ja, das wollte ich nur sagen, ob du Bescheid weißt. Ja. Eine Frage, das Wort, an das du denkst, wenn ich Porcha sage. These? Oh, ich dachte, wir sind gleich. Wenn ich an Porcha denke, denke ich immer an das Wort fluffig. Das ist für mich so, ach so. Synonym. Porcha, lass mal nochmal machen. Guck mal, die Kamera aus. Come on. Sarah, cutte das dann. Ja, mach nochmal. Hamza, woran denkst du eigentlich, wenn ich Porcha sage? Sollen wir das bei drei zusammen sagen, weil wir seelenverwandt sind? Eins, zwei, drei. Fluffig! And the Oscar goes to... Das, wir sind harmonieren richtig so auf einer Wellenlänge, weißt du? Weißt du, wir schwimmen so auf der Wellenlänge. Ja. Also, Kiki, Porcha gemacht? Porcha gemacht, Kartoffelfüllung. Käse. Käsefüllung. Ich habe irgendwas im Hals. Warum machst du diesen Ausfallschritt, wenn du das machst? Ehrlich jetzt? Sport. Du kannst doch einfach nur so machen. Kiki hustet so. So, ich darf jetzt mal probieren. Soll ich das offene probieren oder soll ich eins aufmachen? Nehmen wir die offenen ruhig, oder? Okay. Oder mach eins auf. Dann sieht man schon wie fluffig das ist. Okay, mit Schwarzkümmel natürlich, ne? Oh, ich freue mich so auf diesen Moment. Ich habe so lange kein Porcha mehr gegessen. Mm, der Geruch ist schon mega. Mm. Boah. Fluffig sein Vater? Boah. Fluffig sein Urgroßvater. Sein Ur. Urgroßvater. Großenkel. Unnormal. Mega lecker. Geil gewürzt. Ich liebe Kartoffeln mit Porcha. Ich liebe das. Einfach eine Wolke, die würzig schmeckt. Ist wirklich so. Ja, es ist so. Deine Wolke, die würzig schmeckt. So, jetzt nochmal das andere probieren hier. Mega lecker. Boah. Schafskäse? Mhm. Boah. Also, ich habe das nicht mal gewürzt, ne? Da hat einfach der Käse Eigengeschmack. Also, ich würde sagen, Leute. Also, das ist eigentlich. Das ist einfach, wenn man das wahrscheinlich nach dem Rezept macht, dann bist du einfach der King zu Hause. Ganz ehrlich. Ist man. Boah, direkt Pluspunkte bei Mama, der ganzen Familie. Schwiegermama, Mann, Frau, egal was, keine Ahnung. Ja. Sohn, Tochter, die werden euch lieben dafür. Mega. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich gönne mir das jetzt richtig. Am besten mit türkischem Tee. Das ist dann so typisch der Klassiker, ne? Aber ich mache mir eh Latte Macchiato. Ich kenne mich. Für mich ist der Klassiker mit Super.
Super, Ramadan-Stil. Ja. Also Leute, nachmachen. Unbedingt nachmachen. Liken. Ja, hört mal. Wer bis hierhin dran geblieben ist und alles geguckt hat, der sollte jetzt auch wirklich liken, ein Like da lassen. Einfach rausgehen und sagen, ja, kostet liken. Nur eine Sekunde Zeit. Also, bis zum nächsten Mal. Und kostet auch kein Geld. Das ist wichtig. Ja. Das ist umsonst. Ja, ist umsonst. Okay, so jetzt. Okay, tschüss.